Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Uppercut. Heute geht es mal wieder um etwas Wohlbefinden, Wellness und Entspannung. Und zwar schauen wir uns heute den Naipo Shoulder Massager an, ein Shiatsu Nacken- und Schultermassagegerät. Und ich habe sie natürlich schon ausgepackt und ausführlich unter Einsatz aller körperlichen Kräfte hier für euch getestet, Freunde. Also gehen wir mal kurz durch. Was steckt denn hier drin? Was kann das Gerät? Und ja, finde ich, dass es gut ist oder sollte man sich dafür was anderes entscheiden? So, erst einmal zur Optik. Ihr seht, wir haben hier eine rechte und eine linke, ja, kann man sagen, so eine Schlaufe, die da runtergeht. Und hier in der Mitte haben wir den eigentlichen Teil, wo die Massagerollen drin sind. Und das Ganze ist hier mit Kunstleder verkleidet. Und hier stecken die beiden rotierenden Massageeinheiten drin. Und das ist im Prinzip nichts anderes, wie auch schon bei dem großen Massagegerät, das den ganzen Rücken und Nacken durchmassiert, und das hier ist quasi der Nackenteil einmal separiert. Ja, also eine interessante Idee, und ich zeige euch gleich, wie das genau aussieht. Hier diese Laschen, die dienen dazu, dass man dort nachher seine Handgelenke durchstecken kann und damit dann den Druck kontrolliert, der hier ausgeübt wird, wie stark also diese Rollen dann auf eure Verspannungen aufgedrückt werden. Das haben wir natürlich einmal rechts und einmal links. Und auf der einen Seite haben wir dann, ihr seht es auch schon, das Stromkabel dran. Ich habe hier einfach so eine Steckverbindung. An einem anderen Ende ist ein ganz normaler Stromanschluss dran. Und dann steckt man das einmal ein und wir haben Strom drauf. Und ganz toll für unterwegs. Gibt es hier noch einen Adapter für ins Auto in den Zigarettenanzünder zu stecken. Also könnt ihr das Teil auch unterwegs benutzen, oder ihr seid zum Beispiel Fernfahrer, habt da öfters mit Verspannungen zu kämpfen. Einfach hier den Adapter mitnehmen, einstecken und dann könnt ihr euch hier ein bisschen massieren lassen. Die Bedienelemente, die finden wir an dieser Seite. Wir haben einmal einen Power-Button, dort schalten wir das Gerät ein. Ihr seht, hier beginnt auch schon direkt das Ganze sich zu drehen und man kann gut sehen, wie das hier funktioniert. Dann können wir einmal die Drehrichtung ändern, von rechts nach links. Wir können hier die Heizung einstellen, also dass diese Massagerollen hier beheizt werden eben oder nicht. Ich empfehle immer einschalten, ist sehr angenehm, hilft dabei, noch ein bisschen mehr Entspannung reinzubekommen. Und wir haben drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Und damit, ja, ist im Prinzip auch schon alles erklärt, außer wie man das Teil hier optimal anwendet. Natürlich kann man es ganz, ja, wie gedacht, eben auf den Nacken-Schulterbereich legen, dann die Arme einhängen und dann hier die Massage vornehmen lassen. Aber dieser Gurt hier, der ist sehr flexibel und den kann man auch um die Hüfte legen, für die Beine benutzen oder eben auch für den unteren Rücken, wenn man es ein bisschen tiefer hängen lässt, für die Schultern und für den Nacken. Und dafür ist das wirklich ein sehr, sehr vielseitig einsetzbares Massagegerät. Wobei ich muss sagen, sieht schon ein bisschen lustig aus, wenn man es benutzt, weil das mitunter dann schon mal so hoch und runter wobbelt. Aber von der eigentlichen, vom eigentlichen Effekt her, ist das hier ein gutes Teil. Also ich war da am Anfang ein wenig skeptisch, wenn ich ehrlich bin, wurde aber positiv überrascht. Besonders gut ist eben, dass man die Druckintensität selbst steuern kann. Entweder indem man es stark hiermit runterzieht mit diesen beiden Handgriffen oder dass man sich eben mehr oder weniger stark dagegen lehnt, wenn man es im Sitzen benutzt. Und somit kann man das sehr gut steuern, wie viel Druck man gerade ausüben möchte auf die Verspannungen. Wobei ich hier gleich sagen möchte, wer hier ja eine ähnlich gute Massage erwartet wie von so einer Sitzauflage mit diesen ganzen verschiedensten Funktionen, das darf man hier natürlich nicht erwarten. Das hier ist eine kleine abgespeckte Version, es ist klein, also relativ klein, portabel, man kann es mitnehmen, man kann es im Auto benutzen, in den Urlaub mitnehmen und eben an verschiedenen Körperpartien dann nutzen, und dafür ist es echt gut. Aber ich finde eben, gerade auch schon bei dieser großen Massagematte, die ich getestet habe, fand ich diese Nackenmassage mit dieser Art von Rollen hier oder Kugeln, die sich dort drehen, echt gut. Das geht sehr intensiv gerade in den Nackenbereich rein und knetet richtig toll durch. Und genau das Gleiche kann ich jetzt auch hier von dem Gerät sagen. Auch das knetet richtig gut durch, und wer da oft mit Verspannungen zu tun hat und sich mal so ein Teil zur Entlastung dann zulegen will, dem kann ich hier den Naipo Neck Massager, also das Nacken- und Schultermassagegerät, durchaus ans Herz legen, Freunde. Ist ein gutes Teil. Ich habe es sehr genossen und auch meine Verspannungen so als Schreibtischtäter, ne, sitzt man dann den ganzen Tag vorm PC mehr oder weniger, und dann gibt es halt immer Schulter-Nackenverspannungen. Dann ist das hier eine echte Wohltat, wenn man abends mal eine halbe Stunde sich das Ding hier über den Nacken hubbeln lässt, und ja, dann geht es einem hinterher doch schon ein gutes Stückchen besser. Also ich kann es euch durchaus empfehlen, Freunde. Ich verlinke euch den Nackenmassager hier unten in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr direkt zum Online
Online-Shop von Naipo und könnt das Teil gerne mal selbst ausprobieren oder einfach mal schauen. Die haben noch so viele andere Sachen. Zum Beispiel so Massagegeräte für die Füße, auch eine interessante Sache, aber weniger für Schreibtischtäter, sondern mehr für die, die viel rumlaufen. Also eine ganze Menge gibt es dort zu entdecken. Schaut einfach mal rein. Von mir gibt es hier auf jeden Fall den Daumen hoch. Ein gutes Gerät, macht was es soll, sehr zuverlässig und von der Verarbeitungsqualität gibt es ja auch gar nichts zu meckern. Die ist durchweg gut. Ich habe hier keine schlecht gestochenen Nähte oder sonstige Mängel irgendwie feststellen können. Macht alles einen sehr guten und hochwertigen Eindruck. So, Freunde, das wäre es gewesen. Also Wellness geht auch 2020 weiter. Probiert's aus, entspannt euch und ich wünsche euch einen entspannten und angenehmen weiteren Tagesverlauf oder Abendverlauf oder wann immer ihr das schaut. Macht's gut!